In dieser Folge von Wir segeln genießen wir die beste Jahreszeit in Griechenland. Wir segeln in den Kykladen. Aber es gibt auch Probleme. Ständig wird alles hin und her geschmissen, es macht Lärm, es ist unbequem. Ohne wird schlecht. Nee. Das Wir in Wir segeln sind Tobi, Franzi und Zora. Wir leben seit 1,5 Jahren auf unserem Boot. Zuletzt waren wir auf Santorini. Von dort segeln wir nach Ios und mit Wind aus Norden geht es weiter nach Sikinos. Zora wackelt durch den Schwell ganz schön. Und ich meine schön wie stark, nicht wie gut. Und wie geht es dir? Großartig. Ich hasse es. Es ist total scheiße. Ständig wird alles hin und her geschmissen, es macht Lärm, es ist unbequem. Überlegt euch, auf ein Boot zu ziehen. Oh! Siehst du, findest du auch. Tobi ist gerade vom Sofa gefallen. Oh. Nicht lustig. Okay, das fand ich jetzt lustig, ansonsten finde ich es echt scheiße hier. Am nächsten Morgen warten wir auf den Bus, einen kleinen VW-Bus, mit dem wir in die Chora kommen. Wir schauen uns das kleine Dorf an. Machen einen Abstecher zu einem Kloster über der Stadt und starten unseren Spaziergang zu Moni Episkopi. Wie lange soll das dauern? 4 Stunden. Ach du Scheiße. Das Kloster war ursprünglich ein Mausoleum, bevor es im 7. Jahrhundert zur Kirche wurde. Allerdings geht es uns vor allem um die Bewegung und nicht so sehr um die Kirche. Trotzdem bin ich enttäuscht, dass die Kirche abgesperrt ist. Da wir in die große Kirche nicht reingekommen sind, möchten wir auf jeden Fall noch in eine kleine Kapelle schauen. Die sind eigentlich immer auf. Und sind sie doch mal abgeschlossen, kann der Schlüssel nicht weit sein. So sind wir fast einmal um die Insel gelaufen. Das nächste Ziel sind die kleinen Kykladen. Allerdings machen wir einen kleinen Stopp auf der Nordseite von Sikinos. Tobi hat sich gerade abgesetzt, um eine Höhle zu erkunden. Der Ankergrund
Also naja, es war viel zu tief, wir konnten nicht sehen, wie es aussieht, ob es steinig ist. Da wollte ich nicht ankern, deswegen habe ich gesagt, dass er alleine die Höhle erkunden kann. Meld dich, wenn was ist. Mach ich, viel Spaß. Jetzt bin ich ganz alleine an Zora. Ich war noch nie alleine auf Zora. Also noch nicht wenn wir fahren. Jetzt brauche ich unbedingt ein bisschen Nervennahrung. So, jetzt ganz vorsichtig. Die Sonne scheint nicht. Ich sehe ziemlich schlecht, wie tief das hier ist. Das könnte die Höhle sein. Jetzt bin ich wirklich alleine. Ich bin der Captain. Allerdings nicht lange. Tobi ist zurück. Tobi ist zurück und wir segeln weiter nach Iraklia. Dabei feiern wir unsere ersten 2000 Meilen. Yeah! Yeah. Was ist denn deine Meinung zu Iraklia? Sehr schön. Sehr schön. Geht das noch dezidierter? Iraklia gefällt mir bisher sehr gut hier. Es gibt Hängematten, Höhlen, Flugzeuge, Robben. Ja, so richtig informativ war das noch nicht. Also schauen wir uns die Insel jetzt nochmal ganz genau an. Dafür wandern wir über die Insel nach Agios Georgios. Von dort geht es nach Livadi. Ohne wird schlecht. Uff. Also es muss dringend auf unsere To-Do-Liste, dass wir Hängematten anbringen müssen. Ganz oberste Priorität. Und schließlich stehen wir wieder vor einer Burgruine. Ganz ehrlich, wir können die ganzen Ruinen und Klöster nicht mehr auseinanderhalten. Es wird auch nicht einfacher dadurch, dass alle einfach Castro heißen. Aber Spaß macht es immer wieder. Als letztes wandern wir zur Bucht Alimia. Hier liegt ein abgestürztes Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg auf 9 Meter Wassertiefe, sodass wir es schnorchelnd anschauen können. Und eigentlich solltet ihr jetzt diese Bilder sehen können, aber ich habe die GoPro auf Zora vergessen. Für uns ist der Herbst die schönste Zeit des Jahres. Das Wasser ist noch warm, aber die Luft nicht mehr total heiß. Der Wind kommt aus allen Richtungen und nicht nur aus Norden. Wir genießen den Herbst in den Kykladen. Wir segeln aus den kleinen Kykladen nach Naxos. Hier machen wir noch einmal alles, auf das wir Lust haben.
Aber ich hatte noch gar nicht gedrückt. Ich muss mich aber schon mal einfreuen. Sieht man überhaupt meinen Kopf? Nein. Dafür trinke ich das Bier jetzt alleine aus. Und beim nächsten Mal kommt der Winter auf Zora und es wird kalt. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert, gebt uns einen Daumen hoch und schaut noch ein Video an.